Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Ah, ihr Wer habt doch redet die da? Schluchtweiher-Hexen erledigt, nicht wahr? Wie Ja, kann ich ja. euch helfen, Gefährte? Ich habe schon viel von euch und eurem Okay, passt schon. Süßholzgeraspel gehört. Ich dachte, der hat jetzt was Neues für mich. Okay, ihr Lieben, wir sind hier noch immer in Moortal. Ich weiß gar nicht, was. Ja, wir haben einige Quests hier in den letzten Folgen erledigt. Ein feiner Skooma, das wäre jetzt was. Jetzt gucken wir gerade eben, Ein ob Cousin. hier. Ob wir hier noch was haben. Auf Schauen da wir mal, draußen wo gegen wir. Drachen kämpfen. Ach, Und sei doch ruhig. ich muss hier Wache. Sei doch ruhig. So, jetzt gucken wir mal, wo wir da hin müssen. Da waren wir noch nicht, oder? Nee. Okay, der ist jetzt hier. Und das Problem ist, der Rissat hier, zu dem wir eigentlich hier zurückkehren müssen, der wechselt immer seine Position. Also wenn bis ich hier bin, ist er wahrscheinlich wieder woanders. Ja, das ist ein bisschen blöd. Okay, dann machen wir vielleicht was anderes. Vielleicht in der Zwischenzeit können wir irgendwann mal hier die Gegend hier noch weiter erkunden, um hier noch andere Orte aufzudecken. Aber so richtig interessante Quests sind jetzt hier nicht dabei, außer das Hauptquest. Aber das möchte ich jetzt erstmal stehen lassen. Das können wir hier noch machen. Lies die Anfrage. Haben wir das nicht schon gemacht? Hier. Oder haben wir noch eine gekriegt? Mal schauen. Bücher. Anfrage. Eine Anfrage. Ah ja. Finde den Verfasser der rätselhaften Notiz. Ich danke euch für eure Anstrengungen zum Schutze meiner Welt. Ich glaube, ihr besitzt etwas. Ach so, das haben wir doch schon mal gelesen lassen. Wir bin ich wahrscheinlich gestorben. Und das ist dann wieder verflogen hier. Da muss ich es jetzt nochmal lesen, denke ich. Ich glaube, ihr besitzt etwas, was ich suche und vor der Rückkehr nach Hause benötige. Es handelt sich um das Artefakt von den Chandan-Inseln, das im Zentrum von Torrons verderbten Ritual stand. Boah, was weiß ich, was der jetzt damit meint. Trefft mich am Ufer und unten, was unter dem Bogen von Einsamkeit, damit wir einen Austausch durchführen können. Und woher will denn der das wissen, dass ich das habe? Also müssen wir nach Einsamkeit. So, komm, jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich gerade neugierig. Einsamkeit. Hier. Ja, dann schauen wir mal, wenn wir da vorfinden. Ui, jetzt ist es dunkel. Oder immer noch. Wo habe ich mich denn hier hin teleportieren lassen? Ach, warte mal, ich muss ja hier lang. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was der von mir haben will. Angeblich, was ich habe. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. So, müssen wir jetzt hier raus? Hm, keine Ahnung.
So, wo führt denn das mich? Oh, wir müssen hier runter. Ah, der ist wahrscheinlich draußen vor Einsamkeit, oder? Hier habe ich auch noch nicht alles abgeklappert hier. Wenn ihr Waffen oder Rüstung benötigt, dann sprecht mit Bayrand im Schloss Elend. Ein wirklich verdammt guter Schmied. Ja. Ja, das tue ich bestimmt. Irgendwann mal tue ich das bestimmt. Sind wir hier noch richtig? Wir laufen irgendwie die falsche Richtung. Also lassen wir uns... Warte mal. Stopp. Nochmal zurück. Aber wieso? Aber in welche Richtung soll es denn sonst gehen? Es geht ja nur in eine Richtung. Blauer Palast. Gibt es da noch einen anderen Ausgang? Waren wir hier schon drin? Ich glaube. Muss es doch einen anderen Ausgang hier noch geben. Oder waren wir überhaupt drin? Es kommt mir so unbekannt vor. Zumindest hier jetzt gerade. Okay, hier geht's nicht raus und nicht weiter. Ja, was sollen wir denn jetzt hier lang? Ach, guck an, hier muss wahrscheinlich... Beeilt euch! Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Habt ihr am Hofe etwas Ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Würdet ihr es wissen. Sei ruhig. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Die nicht alle durcheinander reden, dann... So, mal gucken, was hast du denn hier Schönes? Aber warte, ich könnte dir aber was abgeben. Ich habe nämlich ganz viel Zeug, was ich eigentlich nicht brauche. Die hat ja eigentlich ein bisschen was an Geld da. Was mehr habe ich nicht? Habe ich das alles schon verkauft? So, verkaufen. Komisch. Ich dachte, ich hätte hier noch. Schriftrollen. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Auf jeden Fall der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Ja, das ist... Ja, da schickt er mich wieder raus. Hier. Ja, ich bin doch von da gekommen, also... Ja, ich bin verwirrt. Ich bin so verwirrt gerade. Der wäre jetzt hier. Wo soll denn der bitte sein? Im Palast selber? Nee, der schickt mich ja wieder raus. Also, danach Einsamkeit zurück. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gibt es aber dann gibt es eigentlich nur einen Weg hier, und zwar müssen wir wirklich hier raus und dann vielleicht von draußen dahin finden. Weil anders weiß ich jetzt auch nicht, wie wir da hinkommen sollen. Hey, ihr mischt doch Getränke zusammen, oder? Könnt ihr mir nicht einen Met mischen? Bin ich jetzt... Nee, bin ich nicht. Alles gut. Ich dachte, ich bin irgendwie vorbeigelaufen. Springen wir hier einfach wieder runter. Ach so, hier können wir auch runtergehen. Ja, komischerweise schickt er uns ja hier raus. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja, dann schauen wir mal. Hihi, ob wir das hier finden. Warte mal. Alte Macht, die Stimme des Drachenblutes. Ja, ich habe mich
gelesen, dass man die Schmetterlinge, die sind ja auch, ups, die sieht man jetzt wirklich schlecht. Die kann man doch so schlecht fangen, dann ist es ratsam, hier so ein Drachenschrei zu benutzen, dann kann man die damit töten und danach aufsammeln. So. Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Ich verlasse mich lieber auf mein Schwert. Hä, Pfeil und Bogen? Ich habe doch selbst ein Schwert. Eieiei, da unten, was ist das da unten? Das ist der Vorort hier von Einsamkeit. Ach, die Stelle. Haben wir hier die Stelle und die Mühle. Da gibt es auch ganz viele Pferde, aber... Aber ich glaube, die werden mir jetzt auch nicht viel nützen. Die Pferde hier. So, wohnen die hier? Hallo? Einsamkeit, nein. Hier. Kann ich euch helfen? Vielleicht. Mein Mann kümmert sich um die Arbeit drinnen. Ist auch besser so. Hier draußen würde er sich nur verletzen. Okay. Das ist so ungeschickt, oder was? Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmecken wollt? Messia! Noch nicht. Ihr müsst euch mit ihm treffen und ihm alles geben, von dem ihr denkt, dass ihr es in der Botschaft unbedingt brauchen werdet. Die Talmor sind paranoid und gründlich. Sie werden euch mit nichts als den Kleidern an eurem Leib durch die Vordertür lassen. Jetzt wartet die hier, bis ich das abgegeben habe. Ja, gut. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Nein, habe ich doch gerade gesagt. So, was ihr ist mit dir? Ihr wollt sicher jemand anderen. Nicht wirklich gut. Alle haben Mitleid mit mir und behandeln mich nicht schlecht, aber... Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Kettler hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nützlich mache. Ich kümmere mich um die Tiere, mache Besorgungen und Botengänge. Diese ganzen Sachen. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Nicht das hier. Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Ja, okay, das sagtest du bereits. Ich kümmere mich. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Na gut. Trotzdem vielen Dank. Tja, vielleicht kann ich jemanden finden, der dich adoptieren will. Okay. Auf geht's, weiter. Oh Gott, wie viele Dinge habe ich jetzt hier angepinnt? Tun wir das hier mal raus, weil sonst verwirrt es mich hier nur. Wo ist das eine jetzt? Ach, das ist automatisch jetzt angepinnt oder was? Ach so, hier. So rum. Na, der müsste jetzt hier irgendwo sein. Der Wind weht hier bitter kalt. Das stimmt. So, noch weiter unten. Da haben Wasser. Komm, wir legen mal einen Zahn zu. Hoffentlich ist es nicht wieder so einer, der uns den Kopf abschlagen will. Ist der da drüben auf der anderen Seite? Nee, das ist der Torbogen, oder? Das ist der Torbogen, aber der ist auf der anderen Seite. Ja. Der ist auf der anderen Seite. So, traue ich mich jetzt hier rüber zu schwimmen? Ach, egal. Hoffentlich fresse mich diese Fische nicht.
Oh, ich kann schwimmen. Da drüben. Da drüben wartet doch schon jemand auf mich. Was wollt ihr etwas von mir? Ja. Ja? Ihr müsst diejenige sein, die diese Notiz geschrieben hat. In der Tat. Ich glaube, ich habe, wonach ihr sucht. Ach, diesen Bernstein. Ich glaube, ich habe, wonach ihr sucht. Schwert von... Ach, du liebe Zeit, was soll ich dir jetzt geben? Ich habe das Artefakt, das ihr sucht, aber ich glaube, ich behalte es. Auf Wiedersehen. Hoho. Ja, aber was sollte ich denn damit machen? Ich meine, das ist eh Questgegenstand. Apropos das Schwert. Mhm. Warte mal. Vorsichtig. Das Schwert trage ich doch gerade, oder? Ja. Da habe ich kein Schwert mehr. Sprecht schnell. In der Tat. Oder soll ich hier das Schwert geben? Oder den Bernstein? Ich guck mal, was ist dieser Bernstein hier? Ups. Sonstiges. Das ist der hier. Tja, ich weiß sonst nicht, was ich damit anfangen soll. Ich hoffe, ich tue mich jetzt nicht falsch entscheiden. Ich gebe jetzt den Bernstein, weil... Beeilt euch. Sprecht schnell. In der Tat. Hier. Sehr gut. Hier, nehmt das für eure Mühen. Das scheint zu stimmen. Wollt ihr etwas von mir? Hä? Jetzt ist sie weg. So, was hat sie denn hier liegen lassen? Mammutkäse. Was ist das denn? Mammutkäseschale? Beschwören. Beschwörungen. Können wir das mitnehmen? Ja. Tja, keine Ahnung, ob ich mich jetzt falsch entschieden habe, aber das Schwert habe ich mir gedacht, das brauche ich jetzt gerade. Das ist... Was ist das für eine Statue hier? Okay. Können wir nicht... Fuß, blub! Blub! Hey, bleib doch! Kann ich den nicht aufheben? Nö. Okay. Ah, hier ist was. Was zum Aufknacken. Okay. Nierenwurz. Was ist mit dir da, du Glühwürmchen? Das nehme ich mal mit. So, jetzt mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier genau? Tja, mal gucken, ob wir hier noch was finden, in diesem Bereich. Jetzt fängt es an zu regnen. Wie bei uns gerade. Also ihr Lieben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schaffe, wirklich 2 Folgen täglich hochzuladen. Ich versuche es, ich werde mein Bestes geben. Aber momentan ist es immer noch recht stressig bei mir.
Und ja, ist fraglich, ob ich das jetzt hinkriege mit den Folgen. Und ich spiele zwischendurch auch mal ein anderes Spiel, weil das ist allein nur das Skyrim, das schaffe ich einfach nicht. Ich muss zwischendurch auch mal was anderes spielen. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Mal sehen, ob wir hier noch was finden. Ui, da ist noch so eine Nierenwurz. Die nehmen wir natürlich mit. Das ist doch ein Sumpf hier. Sumpfiges Land. So, es würde mich jetzt eigentlich gar nicht so verwundern, wenn jetzt hier noch ein Drache auftauchen würde, weil hier im Sumpf könnte ich mir jetzt schon einen Drachen vorstellen, der hier irgendwo sich niedergelassen hat. Da vorne ist Stonehenge. Na? Sehr neblig, hier sieht man kaum was. Oh, was war das? Irgendwas hat gespuckt. Ach du liebe Zeit, wieder so ein ekelhafter Käfer. Ich hoffe, wir treffen jetzt hier nicht auf eine ganze Horde von denen, weil da ich nicht so große Lust habe, mich mit denen anzulegen, weil die doch recht stark sind. Ah, davon ist nochmal eine Nierenwurz. Hey, wachsen die hier eigentlich nach, diese Pflanzen? So, da vorne ist auch nochmal. Hallöchen und tschüss. Ja, irgendwie reißt es gar nicht so schnell ab hier meine Stressphase, weil da meint man ist jetzt auf einem guten Weg, dass ein bisschen weniger Arbeit ist, aber dann kommt da wieder Nachschub rein, ganz unverhofft. Ja, dann steht man halt wieder da, gell. Ich habe es ja nicht mal geschafft. Normalerweise bin ich auch immer einen Tag mal in der Woche bei meiner Schwester, aber ich habe das letzte Woche nicht geschafft, zu meiner Schwester zu gehen, weil so viel Arbeit da war. So, was ist da vorne? Das ist ein Drache. Den haben wir ja schon. Wie waren wir dann? Ach, wir kommen jetzt hier in. Jetzt sind wir wieder in Moortal. Ja. Okay, dann. Warum habe ich denn da eigentlich was hingesetzt? Haben wir das nicht abgeschlossen? Ich denke ja. Okay, wir halten uns jetzt mal in die Richtung. Wir laufen mal in die Richtung. Da könnte vielleicht noch was sein, weil da noch so viel Platz frei ist. Bin ich mir sogar sicher, dass da noch was ist, was man neu entdecken kann. So, und wir müssen diese Städte mal ein bisschen besser abklappern. Ich habe das Gefühl, ich komme zwar in diese Städte rein, außer Weißlauf. Da haben wir, glaube ich, jetzt so gut wie alle Quests, denke ich, gemacht. Aber in den anderen Einsamkeit und in den anderen größeren Städten, Dörfern, weiß ich nicht, ob das Städte sind. Aber ich schätze mal, ja, wäre es halt schon gut, wenn wir uns da besser umschauen. Weil so richtig
Ja, ich bin immer so durchgehuscht. So richtig umgeschaut habe ich mich da jetzt noch nicht. Ja? Ich höre Lydia jetzt nicht mehr. Was ist mit dir? Komm schon. Da vorne. Ja, damit ich ja nichts verpasse. Naja, gut. Also im großen Spiel kann das schon mal passieren, dass man was verpasst. Oder was vergisst vor allem. Ja, jetzt fällt mir das gerade ein. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall... ja, noch ein, ja, einen Ort besuchen, wo ich eigentlich schon war, weil ich da was vergessen habe. Weil jemand von euch in den Kommentaren geschrieben hat, dass ich da einen Drachenschrei vergessen habe. Da werde ich nochmal zurückschauen müssen. Ich habe mir das alles so ein bisschen notiert, was wichtig war. Dann müsste ich mal gucken, wo ich das aufgeschrieben habe. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das in der nächsten Folge hin. Möchte ich natürlich mir den Drachenschrei holen, das ist ja wohl klar. Ja, blöd, dass ich den vergessen habe. Aber sowas passiert halt eben. So, jetzt sind wir hier. Hier waren wir ja schon in diesem... Okay. Hey, ja, jetzt laufen wir halt so ein bisschen rum und mal gucken. Diese Folge soll jetzt ein bisschen... nicht unbedingt um Quests gehen, sondern eher, ja, vielleicht neue Orte entdecken. Ups. Das sieht ja auch hübsch aus. Da, hier waren wir auch schon, das ist der eine Fischer. Den haben wir schon angesprochen. Aber der konnte jetzt auch nicht so viel. Oh! Den haben wir nicht so viel aus dem rausquetschen können. Keine Ahnung, der hat nicht so viel zu sagen. Und manche NPCs, ja, die geben einfach keine Quests. Gott sei Dank, es gibt ja hier sehr viele NPCs. Wenn der jeder einen Quest geben würde, das wäre ja... Ja, das wäre too much. So, kommen wir jetzt da... Was ist denn das? Haben wir das... Ach, ich glaube, das haben wir schon geplündert hier. Yep, haben wir schon. Hier vorne ist eine Brücke. Ah, jetzt bin ich hier runter, war. Warte mal. Aber wir kommen schon wieder hoch hier. Okay, passt. Ich hoffe, die Lydia auch, weil der die Strömung ja doch recht heftig ist, ja. Dass die Lydia mir wegschwimmt und ich die retten muss. So, jetzt einmal über den Berg. Ich bin gespannt, ob ich hier was Neues finde. So, da vorne sehe ich was. Ey, latsch doch mal hier rüber. So. Die Lydia ist immer noch da. Nö. Entweder läuft sie wieder irgendwie anders rum. Oder ich habe sie jetzt echt irgendwo verloren. Und gerade eben gucken. Tja. Ja, da passt man im Moment nicht auf und zack ist die Lydia wieder wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben. Warte, jetzt muss ich gucken. Aber das ist, weil ich vielleicht hier den Berg nicht hochgekommen. Wo bin ich überhaupt hoch? Da vorne.
Ach, da ist sie. Die. Huch. Ihr da. Wer sind die denn? Bürger. Der Zutritt ist hier verboten. Ihr Was? Behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Ich will überhaupt nichts so wurscht. Na schön. Wenn ihr kein Geld habt, bezahlt ihr mit eurem Leben. Ja, das. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oho, nicht so schnell. Mensch, jetzt wäre die Lydia eigentlich ganz hilfreich. Okay, erstmal abhauen. Wow! Okay. Was geht ab? Was ist jetzt? Haut er jetzt ab? Komm schon. Mit euch werde ich fertig. Hey Lydia, wo bleibst du? Du hast gleich einen langen Weg ausgesucht. So, du Großmaul. Kaiserliche Rüstung. Wahrscheinlich ist es bloß ein kaiserlich Getarnter hier gewesen, nach den ganzen Behaupten. So, wo ist die andere, die Zaubertante, jetzt hin? Hey, da bist du ja! Oh, Lydia, du hast sie umgebracht. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Schon wieder so eine kaiserliche Rüstung. Ach, nichts Brauchbares. Ich dachte schon, du bist mir verloren gegangen, aber du bist wahrscheinlich irgendwie außenrum gelaufen, gell? So, wo wollte ich jetzt hin? Da war du hier. Ah, hier. Hier wollte ich erstmal gucken, was das hier ist. Mit diesem Mammutkopf. Da schauen wir jetzt mal nach. Ist das hier? Lager... was? Sprechende Steine. Oh weia. Lager der sprechenden Steine. Ja, wohnt hier jemand? Ui, ein Riese. Mal gucken, ob wir den killen können, aber normalerweise... Hey, du da. Wow. Riesenzeher. Das ist der einzige Riese hier gewesen. Lager der sprechenden Steine. Sprechen die denn auch? Wir gucken mal nach, ob die Steine sprechen. Aber was ist das hier? Riesenkäse. Mammutkäseschall hinzugefügt. Für Teufel, was ist das für ein Zeug? Oh, eine Truhe. Eben Erzhandschuhe. Da ist was drin. Fragment. Keine Ahnung, für was man die braucht. Ich nehme sie jetzt mal mit.
Schön pausen, Lüdi, schön pausen. Okay. Ich glaube, das war's hier. Mehr gibt's hier nicht. Ah, die können aber nicht sprechen. Was sind das für Steine? Echt? Heißt es wirklich so? Sprechenden Steine, ja. Wahrhaftig. Okay, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao.